Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, alle Geschlechter mit eingeschlossen. Wir sind wieder am Montag bei den Wandelgesprächen, dem Versuch, die kleinste Einstiegsschwelle in das ganz offene Denken zu bieten, freie Argumentekultur, dass alle mit allen freundlich über alles reden können, wo natürlich dann das Wichtige wichtig wird, wie können wir einen Wandel in der Welt erreichen, mit dem wir alle gut leben können, auch die Kinder der Zukunft. Ja, also so dass auch solche Kinder, wenn die jetzt heute kommen würden und würden Orientierungsgespräche suchen, sich bei uns hier gut angenommen fühlen können. Ja, wir haben mehrere Beine jetzt von Talks, einer in Planung, wo wir vielleicht heute auch weiter darüber reden werden. Wir haben immer samstags die Samstalks oder wie sie schon seit 10 Jahren heißen, Verantwortungstreff, wo eigentlich die Orga-Leute von dieser Projektearbeit auch miteinander so den Kern bilden und sich unterhalten, aber da auch eben gerne alle möglichen Leute zukommen, zu kurz stoßen können. Dann haben wir hier die Montagsgespräche, den kleinstschwelligen Einstieg in diese gemeinsame Wandelkommunikation. Und wir haben noch vor, eine Art von Talk für die Multiplikatoren, vor allem auch die globalen Multiplikatoren hinzukriegen, dass wir das schaffen, dass wirklich mal an einem runden Tisch oder eben Zukunftskongress alle Lösungsideen für die Weltprobleme wirklich fair miteinander betrachtet und verglichen und beurteilt und auch ausgewählt werden könnten dann, was leider eben viel zu wenig geschieht. Und ich sage noch, wenn ihr über das mündliche Talken hier in der Sendung hinaus, auch mit Schriftform, die Verzweigung so weiter in ihre Höhe, Breite und Tiefe mitverfolgen wollt, wir haben auch ein Freie Argumente-Kultur-Forum, www.freie-argumente-kultur.de. Ja, das wäre es mal als Einstieg. Wir machen das als Redekreis immer. Das heißt, wir reichen sozusagen den Staffelstab des Sprechens kontrolliert an den nächsten immer weiter in einer bestimmten Reihenfolge. Heute sind wir zu dritt. Im Moment kann ja noch jemand dazukommen. Da ist die Reihenfolge jedenfalls überschaubar. Und dann hat man eine bestimmte Zeit, 4 Minuten, dann sind es in der Regel, dann gibt der Dylan ein Zeichen, dass der Gedanke so allmählich abgerundet werden kann, damit man den Staffelstab weiterreichen kann. Der Dylan macht hier eine schöne Aufnahme, wir haben einen YouTube-Kanal. Ja, das sei es mal als Einstieg und dann gebe ich für den ersten inhaltlichen Redebeitrag an den Dylan. Ja, soll ich heute mal anfangen, ja? Ich kann oder anfangen. Ja, wer auch immer jetzt so. Dann fange ich an, dann Lucky und dann wieder du, ne? Ja, ja, also, ich fantasiere mich ja in letzter Zeit immer im New World Economic Forum, im neuen Weltwirtschaftsforum, im neuen runden Tisch aller Lösungsentwürfe für die Menschheit ohne Cancel Culture. Das ist ja das Entscheidende, was ja überall das Problem ist. Immer die Cancel Culture, so nach dem Motto, ich kann die andere Weltsicht des anderen nicht ertragen, sondern das muss weg. Ja, so ungefähr. Das ist ja die Cancel Culture. Und die ist ja jetzt überall vorhanden. Ja, und bei uns ist es ja so, in dem Natur, also ich bin ja nun mal so beeinflusst von den vielen Professoren der Naturwissenschaften, ne? Und in meinem Menschenbild kommt ja dann das Schenken so am Ende des ganzen Prozesses. Wenn die Menschen wieder, sei es über die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften, die die Folge gemeinwohlökonomischer Reformen wären, sozusagen Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften, darüber kann es zu den Gemeinschaften kommen, in denen dann wieder die Männer alles den Frauen und Kindern schenken. Und der Unterschied aber zu Öffis Konzeption, vermute ich, es liegt daran, dass wir halt sagen, ja, die Männer schenken alles den Frauen und Kindern, aber so ganz ohne, dass sie darauf gucken, wie die Frauen darauf reagieren und ob sie positiv darauf reagieren, ist das Ganze
Schon nicht, sondern es hat schon auch etwas wie ein verstecktes Geben und Nehmen, wenn auch das faktische Handeln im bonobo-kommunistischen Gruppenehen eher zwar ein schenkendes Handeln ist, aber wahrscheinlich ist das einfach aber auch ein Geben und Nehmen. Also die Männer schenken alles, was sie an Nahrung finden, und die Frauen reagieren damit daraufhin mit entsprechender Sympathie, und wahrscheinlich auch, das vermuten halt die Biologen, dann mit erhöhten Fortpflanzungswahrscheinlichkeiten, also mit erhöhtem Zugang zu den Eizellen der Frauen, ne? Ja, und damit wären auch alle Naturgesetze erfüllt. Das heißt, dass in diesem Schenkensprozess schon auch noch die Rationalität des Evolutionsverlaufes gewahrt bliebe. Ja, und ansonsten ist ja unser naturwissenschaftliches Menschenbild ein bisschen pessimistischer als viele andere. Es geht so davon aus, dass wir in der Säugetiere eben wie Löwen und Gorillas und so weiter mit diesem hohen genetischen Unterschieden leben müssen. Ich habe das schon angedeutet, das letzte Mal auch schon wieder, nämlich dass bei uns Menschen ja Mutter und Kind nur 0,5 verwandt sind, Bienen untereinander und Ameisen untereinander 0,75, und Körperzellen sind 1,0 verwandt. Also von daher opfert sich natürlich eine Körperzelle bereitwillig für den Gesamtorganismus auf, weil sie ja identisch ist mit den Genen des Gesamtkörpers, und dadurch opfert sich dann die Immunzelle und nimmt ihren eigenen Tod in Kauf. Und so ähnlich mit 0,75 ist es Verwandtschaftsgrad, ist es auch bei den Ameisen, wo die Soldaten sich aufopfern für die Rettung des Ameisenvolkes, ne, des sogenannten Superorganismus. Aber bei uns ist alles so 0,5, 0,25, 0,125, und da hat er, da, da, da sind schon wesentliche egoistische Dinge, spielen da eine Rolle, und mit Rücksicht auf dieses Menschenbild sagen wir halt, wir müssen den Menschen einen relativ straffen Rahmen geben, damit sie das Richtige und das Gute tun. Ich gebe weiter an Lucky, und in der nächsten Runde kann ich das ja dann nochmal weiter aufgreifen. Ja, ich bin noch ein bisschen im kleinen Hoch, weil ich komme ja, hat ja vorher wieder diese AG, Arbeitsgemeinschaft für ein Weltreferendum zur Beseitigung des Geld- und Finanzsystems. Und hat es richtig Spaß gemacht, weil wir auch eine neue dazu hatten. Wir sind auch eine 10-Gruppe, so wie hier, nur eine Dreiergruppe. Halt kam eine vierte Frau aus der Schweiz hinzu. War ganz toll, weil die schon seit 20 Jahren arbeitet, die schon dran, hat schon vor 20 Jahren 95 Thesen geschrieben, welche Vorteile das bringen würde, die Abschaffung des globalen Finanzsystems. Und von daher hat es also Spaß gemacht, da zu diskutieren. Und das war auch so ein bisschen, ja, immer neue Leute treffen, die so ähnlich denken, ist ja immer ein kleines Aha oder ein Freudenerlebnis. Und seitdem stehe ich noch ein bisschen und freue mich heute, dass es hier auch weitergeht. Hoffe ich in Richtung von diesem runden Tisch. Den langen Namen jetzt, wie weit der lange Tisch ist, habe ich jetzt vergessen, hat er gerade gesagt, ich mache es mit Zukunft, runden Tisch für Zukunft. Und ich hoffe, dass wir da auch weiterkommen. Ja, das war eigentlich schon alles. Und von daher, auch wenn ich die 4 Minuten jetzt nicht ausgekostet habe, haben wir die dann vielleicht weiter für andere, die länger reden wollen oder zwar öfter mal rankommen dadurch. Okay, ich gebe weiter an Effi. Mikro, Effi, hast du gehört? Kannst du machen. nicht, dass er uns abgestürzt ist. Ich mach mal kurz auf Pause. Aha. Ja, liebe Zuschauer, entschuldigt die Pause, die ihr wahrscheinlich nicht so merkt, weil der Dylan ja gleich dann immer aus und jetzt wieder einschaltet. Aber ich bin von der Montagsmahnwache, die jetzt ja auch nicht nur für Freiheit und Frieden, sondern auch anlässlich Corona gegen die Zuspitzung der Willkürentwicklungen, des Willkürregimes
gezielt ist. Da bin ich wieder zurückgekommen jetzt. Hier sitze ich jetzt wieder im Tagungshaus ganzheitliche Bildungswerkstatt lilitopia.de. Also lilitopia.de, da findet ihr da was zu, auch schöne Veröffentlichung. Ja, da bin ich jetzt wieder angekommen. Und ich danke den Vorrednern und ich kriege ja manchmal so Kritik mit von Leuten, die uns auch so hören, unsere Talks, und die sagen, ja, ihr sagt doch immer dasselbe und wieso geht der Zug denn nicht ordentlich vorwärts? Und dann sage ich schon immer, naja, die Grundgedanken, die sind ja auch wichtig und die muss man eigentlich ja wiederholen, bis ihr anderen dazukommt und der Zug vorwärts fahren kann. Dann können wir ja immer die tollen Aktualisierungen so zum Besten geben und müssen nicht sozusagen dabei stehen bleiben, dass wir überlegen, wie der Start am besten erfolgen könnte. Und das können wir alles nur erreichen. Also wie der Luki eben gesagt hat, und es gibt ganz viele Kreise, wo Menschen sich über ein paar Dinge austauschen, die auch revolutionär oder verändernd sein sollen. Also wenn wir uns da nicht verzetteln wollen, weil jeder mit zwei Kumpels in der Ecke sitzt und über seine Lieblingsthemen redet, was kann der Ausweg sein? Der Ausweg könnte doch eigentlich nur sein, dass wir rational überlegen, was hat welche Wichtigkeit. Also wenn wir den Blick aufs Ganze richten, auf das ganze Puzzlebild, was ist der richtige Platz und das richtige Maß für die einzelnen Teile und wo geht es erstmal so auch um die wichtigsten Sachen, die Zentralsteuerung, dass wir da zusammenströmen sollten. Also ich zum Beispiel hätte überhaupt kein Problem, wenn jemand kommt und würde mir sagen, guck mal hier hinten, da spielt sich was viel Wichtigeres ab, da geht es viel mehr um die Steuerkabine. Würde ich sagen, ja, da bin ich doch sofort mit dabei. Und wenn da jetzt die Möglichkeit besteht, dass wir alle uns ums Wichtigste zusammenscharen könnten, wäre es ja genial. Ne? Aber solange dieser erste Maßstab, was ist in der Sache wie wichtig für die Heilung der Welt oder für das Finden einer vernünftigen Verantwortungslösung, solange ich das Gefühl habe, das spielt sich am ehesten hier bei uns ab, und ich lasse mich damit gerne widerlegen, aber solange ich das Gefühl habe, das ist aus rationalen Gründen, aus Verantwortungsgründen kaum anders betrachtbar, als dass das hier bei uns besonders sich abspielt, solange bin ich dann natürlich da. Und auch wenn ich alleine wäre, oder jetzt hier im erlauchten Kreise von wenigen, dann ist es aber trotzdem der Ort, um den sich dieses Zusammenscharen abspielen sollte. Und ja, insofern, es gibt ja auch ein paar Aktualisierungen immer, ne, damit wir euch nicht nur immer wieder die Startbegründung nennen müssen, die ihr übrigens ja auch in diesem tollen Freien Argumente-Forum sehr gut euch anschauen könnt. Also ich habe mit der Konzentration, also was meine gewaltfreien Aktionen angeht, jetzt aufs Wichtigste, also in der sich zuspitzenden Corona-Willkürmaßnahmenzeit, Impfpflicht schwebt im Raum. Also da ist mein Weckruf, mit dem ich die besten Argumente dagegen setze und eine auf den entscheidendsten Punkt gerichtete Strategie und auch Versöhnungs- oder Brückenvorschläge, auch mit den Anhängern einer New World Order oder Great Reset Ideologie. Also das ist da alles zusammengebündelt und führt am Ende zu der entscheidenden Sache, die wir ja auch unabhängig von Corona schon immer wussten, sage ich jetzt mal, und für die Dylan und ich uns ja auch jetzt als zentralen Ausweg einsetzen, nämlich wir bräuchten Reservate für natürliche und freiwillig gesamtverantwortlich lebende Menschen. Piep, 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 piep. Und also dieses Bemühen um die Reservate. Und ja, also eine Aktualisierung kann sein, die sage ich noch. Dylan und ich sind ja am Überlegen und Lucky, du bist herzlich eingeladen, da auch mit dann in diese Vorwärtsdynamik einzusteigen. Was sind es jetzt? Also ich will einen Text schreiben in den nächsten Tagen, also Einladungstext quasi für diesen Zukunftskongress aller Lösungsideen. Der Dylan hat schon angefangen, einen Verteiler zusammenzustellen mit den wichtigsten Leuten, an die wir das dann schicken können. Ja, also da geht es vorwärts, ne? Auch für euch Zuschauer. Also wir drehen uns im Kreis, wir sind in der Vorwärtsdynamik. Ne? Kommt am besten dazu, damit die Dynamik möglichst stark wird. Ja, das wär's. Damit gebe ich weiter an den Dylan. Ja, und nach mir kann ja dann der Walter sich einklinken. Gell? Der ist jetzt gekommen. Ja, also meine Aussage ist, ja, die Leute, natürlich sagen wir immer das Gleiche. Das bedeutet ja aber eben leider nicht, dass die Zuhörer deswegen auch überzeugt sind, sondern deswegen ist es ja so wichtig, dass man dabei ist, weil dann auch mal die Chance besteht, aufeinander zu Bezug zu nehmen und dann vielleicht auch mal ein
überzeugendes Argument an der richtigen Stelle vielleicht zu formulieren. Und das will ich auch jetzt gerade mal versuchen, denn Lucky hat ja gerade eben wieder erzählt, Geldsystem und Finanzsystem abschaffen. Ja, vielleicht erst einmal beim naturwissenschaftlichen, bei diesem gemeinwohlökonomischen Transformationsprozess oder den Gemeinwohlgemeinschaften und so weiter, da wird sicherlich Geld extrem unwichtig werden als Folge dieses Prozesses. Vielleicht kann man dann sogar erwägen, das Geld abzuschaffen. Aber das entscheidende Argument ist, aber bis dahin trifft der Wunsch auf Abschaffung zum Beispiel des Geldes auf die Geldsucht derjenigen, die die Macht haben in dieser Gesellschaft. Und wir müssen uns ganz klar sagen, die Macht haben, die haben all die Milliardäre, die die Medien besitzen, die Multiplikatoren besitzen und die darüber bestimmen, was das Wahlvolk denken darf und nicht denken darf. Ja? Und das ist leider das Problem. Ja? Und deswegen sagen wir, nein, wir gehen erstmal mit der gemeinwohlökonomischen Herangehensweise, machen wir erstmal den Milliardären und Millionären so wenig Angst wie möglich, damit sie überhaupt, wenn sie dann zum New World Economic Forum kämen, wir haben eingeladen von Sarah Wagenknecht über Oskar Lafontaine, habe ich vorgeschlagen, Richard David Precht, Professor Gerd Skobel von Dreisat und ganz viele andere Leute, auch Professor Hans-Werner Sinn, der Vertreter des Neoliberalismus in Deutschland, eines vernünftigen Neoliberalismus. Und ja, von daher, es ist ja erstmal die Tatsache, wenn wir irgendwann mal Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg hätten an diesem runden Tisch, die habe ich übrigens vergessen, weil ich wahrscheinlich gefürchtet habe, dass ich die E-Mail-Adresse gar nicht rauskriege von diesen Leuten, dann würde ich nämlich versuchen, denen klar zu machen, dass sich ihr Leben durch die gemeinwohlökonomische Transformation nicht verschlechtern würde, sondern drastisch verbessern würde. Ich würde ihnen erklären, dass der Kapitalismus ihr Leben genauso zerstört wie das aller anderen Leben, nur dass sie die Zerstörung erleben und dabei Geld in der Hand haben und andere erleben die Zerstörung ihres Lebens und haben weniger Geld in der Hand. Aber die Zerstörung des Lebens findet bei beiden statt. Und so ist der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel ich selber jetzt nicht sofort Geld und Finanzsystem auch direkt rangehen würde, nicht direkt Geld abschaffen würde, sondern das dem gemeinwohlökonomischen Gesamtprozess überlassen würde, wie weit wir dahin kommen. Ja? Und ich würde also eben sagen, mit dem gemeinwohlökonomischen Ansatz fällt es leichter, die faktischen Machthaber zu überzeugen, dass sie einer Transformation zustimmen, als mit etwas, wo man sie direkt an ihrer Geldsucht anspricht und sagt, wir nehmen euch erstmal euer Geld und euer Finanzsachen weg. Und dann machen die natürlich erstmal nur Kontra. Es sei denn, der Lucky hat eine gute Möglichkeit, denen jetzt zu erklären, warum sie das gut finden sollen oder warum das für sie positiv ist. Ja? Ich gebe weiter und vielleicht erst Walter, dann Lucky und Öff oder so. Wie wollt ihr das machen, die Reihenfolge? Guten Abend. Genau, der Walter, der kommt dann dazu und dann ist er in der Reihenfolge an der Stelle drin. Hallo Walter, dir sei das Wort gegeben. Dankeschön. Ja, ich bin wieder auf unserem Montagsspaziergang gewesen, bis zur Hälfte ungefähr. Und dann dachte ich, also hatte ich vorher auch schon vorgenommen, dann zu den Wandelgesprächen zu kommen. Ja, was bewegt mich? Habt ihr ein spezielles Thema? Vielleicht bin ich auch nicht informiert. Ansonsten frei. Ja, es ist ja grundsätzlich immer frei. Ich selbst fantasiere mich nur, also Luki hat angesprochen, dass er gerade vom Finanz- und Geldabschaffungstreffen kommt.
Und ich fantasie mich sowieso immer so ein bisschen schon in der bei dem, was vielleicht bald irgendwann mal kommt, nämlich bei einem New World Economic Forum und dem neuen runden Tisch ohne Cancel Culture aller Lösungsmodelle. Aber du kannst natürlich hier doch, denke ich, sagen, was auch immer du möchtest. Okay, ja, dann erstmal, mein Wohlbefinden ist gut. Ich hatte 2 Tage Besuch von Heidi und Siegfried aus Bremen. Wir waren bei einem Freund am Wochenende zur Sauna und mussten erleben, wie ein großer Baum, eine große Fichte, den Zaun durchschlagen hatte, in 2 Meter Höhe abgebrochen war und Bushaltestelle und Straße blockierte. Dann haben wir den nächsten, ganzen nächsten Morgen den Baum zerlegt. So, das ist mein unmittelbares Erleben des Sturmes. Das war ganz schön stürmisch hier im Norden. So, und jetzt zu unserer 1000x1000 Aktion. Da habe ich jetzt etliche Postings gehabt, die mich jetzt bewegen. Also nicht mehr in den Gruppen, die ich schon kenne und die ich habe, das nochmal zu posten, weil es fängt an zu nerven, wenn man Veröffentlichungen mehr als 2 oder gar 3 oder 4 Mal sieht. Jetzt bin ich am Überlegen und hoffe da mal vielleicht auf einen Rat von euch, wie ich den Verteiler, also wie ich den Flyer von 1000x1000 besser streuen kann in Kreise, die ich noch nicht informiert habe. Also das Schönste wäre ja ein großes Netzwerk, wo man gefunden wird. Also was sicherstellt, dass jeder, der sucht, das findet, was er sucht. Also das heißt, dass wir nicht die Menschen suchen müssen, die zum Projekt gehören, sondern dass die Menschen, die so ein Projekt suchen, es finden können. Das ist so mein Netzwerkgedanke, der immer noch nicht so richtig funktioniert, weil Software, die mal gut funktioniert hat, wie tauschlogikfreie, gebührenfreie Mitfahrbörsen und so weiter, die werden ja früher oder später aufgekauft oder so ein Versteigerungsmarktplatz hat so lange funktioniert, bis eBay ihn aufkaufte und dann wurde es eben kommerzialisiert und ab da musste man sich anmelden, konnte die Telefonnummer nicht mehr frei einsehen, kann nur noch indirekt mit dem anderen Partner in Verbindung treten. Es wird natürlich angeblich alles zu unserem Besten und zum Datenschutz gemacht, aber letztlich entwendet man uns oder zieht man Funktionalitäten aus dem Public Domain raus, damit irgendeiner, der dazwischen hängt, halt meistens auch recht gut verdienen kann. Ja, so viel dazu. Also ich suche Netzwerke, wo ich 1000x1000 streuen kann und die es noch nicht kennen. Dankeschön. Okay, dann mache ich weiter in der Reihenfolge. Weil du mich indirekt angesprochen hast, Effi, am Anfang. Also ich bin bereit, da wie gesagt mitzuarbeiten bei so einem runden Tisch für die Zukunft. Und gerade wenn es ja keine Cancel-Kultur ist, sehe ich ja auch die Unterschiede, die ich jetzt noch habe zu dir, Dylan, können ja durchaus da seinen Platz und Raum haben, gerade weil es ja darum geht, um die Vielfalt der Möglichkeiten und Lösungen, sehe ich also auch diesen, weiß nicht, absoluten oder auch, dass den Herrschenden, wie du sagst, überhaupt nicht fällt und wir mit der Tür ins Haus fallen, wenn wir direkt an das Geld gehen, statt den Umweg über das Gemeinwohl zu machen, sehe ich also durchaus auch als Diskussionsbeitrag, der da stehen sollte, neben anderen. Zumal, so als kleine Nebenbemerkung, mir nicht darum geht, ich weiß nicht, 1 Million Milliardäre, die es gibt auf der Welt, mal vermute ich,
Also man geht ja um die 7 Milliarden Menschen, minus eben diese kleine Anzahl der Milliardäre. Deren Meinung interessiert mich nicht so doll, obwohl die natürlich auch an den Hebeln sind, da hast du natürlich schon recht, an den Hebeln der Macht. Aber mich interessiert mehr die Überzeugungsarbeit zu machen gegen die herrschende Medien natürlich, die Überzeugungsarbeit zu machen, dass in dem ohne Geld und nach den Bedürfnissen sowohl konsumieren als auch produzieren nach freier Wahl der Tätigkeit, dass das also die Mehrheit der Menschen glücklicher machen würde. Und ob die Milliardäre nun dabei auch glücklich sind oder nicht, das, wie gesagt, ist mir nicht so wichtig, sondern mir geht es um die große Mehrheit. Und die möchte ich, oder wir, unsere Gruppe, weil ich da vorher auch gewesen bin, die möchten wir halt in so einer Form von so einem Weltreferendum, wollen wir die halt überzeugen, dass die eben für sowas stimmen würden. Und dann glaube ich, das ist meine Hoffnung, vielleicht sehe ich das ja falsch, dann, wenn die Mehrheit eben oder ähnlich wie jetzt beim Volksentscheid hier durch Wohnenteignen, wenn da über 50% sind, 60, 70 oder 80% vielleicht überzeugen könnten in allen Ländern, 80% dafür wären, dann glaube ich, alle Räder stehen still, wenn ein starker Arm das will, dann glaube ich, dass das nicht mehr so einfach von den Herrschenden so einfach so übergangen werden kann, trotz Medien und trotz Polizei und Militär, denke ich, ist das schon wert eine Masse. Aber wie gesagt, das kann ja dann, meine Idee ist ja auch so, dass wir uns dann nicht gegenseitig canceln, sondern dass das irgendwie das Publikum entscheidet, für welche Lösung oder Ansatz sie mehr votieren. Und deswegen wäre bei meinem Fußballspiel als Beispiel wäre sowas ein Foul. Wenn ich deinen Ansatz kritisiere oder du meinen, gibt es ja gleich ein Foul, weil nur darum geht, positive Sachen zu entwickeln und das Publikum. Und dann entscheiden, ist nun Dillens oder Lukis Ansatz oder Öffis Ansatz ansprechender. Ja, damit bin ich fertig erstmal für diese Runde und gebe weiter an Öffi. Ja, danke den Vorrednern. Ja, lieber Walter, also wir sind einerseits natürlich in den Grundfragen, also wie retten wir die Welt und wie schaffen wir den großen Wandel? Andererseits, wie jetzt ja schon angedeutet wurde, ist so ein Akzent eben auch, wie können wir neben solchen Gesprächskreisen, wie wir sie schon haben, also samstags, dass diejenigen jetzt, ich sag mal, die in Verbindung mit Bewegung für ganzheitliche Nachhaltigkeit oder Schenkerbewegung irgendwelche Projekte und Aktionen machen, miteinander so ins Gespräch kommen könnten, um zu gucken, wie es alles möglichst vorwärts gehen kann. Und montags, wo wir im Grunde genommen ja die kleinsten Anfänger in die Kommunikation mit einladen wollen. Also da ist ja unsere Frage jetzt, wie können wir die globalen Multiplikatoren erreichen? Also im Grunde genommen deckt sich das ja ein Stück weit auch mit deiner Suche jetzt, wie du da besser noch jetzt Verteiler erreichen kannst oder ja auch Ideen, von denen du ja denkst jetzt, wie 1000 mal 1000 da. Da müsste jetzt mehr Resonanz sicherlich auch eben der Oberen kommen. Wie kann man das da überhaupt mit auf den Tisch so bringen? Und ich habe schon in meinem ersten Beitrag gesagt, ich kenne manche Leute, die uns zuschauen so oder uns im Auge haben und sagen, na, ihr habt aber ziemlich viele Wiederholungsschlaufen. Und da sage ich dann schon immer, ja, kommt mit dazu, damit wir euch nicht die Grundlagen immer neu erklären müssen fürs Dazukommen, sondern damit wir den Turm auch wirklich weiterbauen können oder den Zug weiterfahren lassen können. Und ja, also da streben wir ja nach diesen Multiplikatoren, die das voranbringen würden. Und wir sind dabei, ne? Also es gibt Aktualisierungen außer unserem Grundprogramm, hatte ich auch schon gesagt, dass der Dillen da einen Verteiler raussucht. Ich werde in den nächsten Tagen so einen Einladungsbrief zu diesem ganz offenen Forum aller Lösungsideen, Kongress aller Lösungsideen einladen. Und ja, in dieser Richtung. Was ich dir natürlich auch schon jetzt empfehlen kann, ist, also ich teile da ganz den Ansatz von Luki, es ist ganz schlimm zum Teil, dass Austauschplattformen, vielleicht weil sich jede Plattform als das Ei des Kolumbus betrachtet, sich gegenseitig gar nicht so richtig mit in den Blick bringen oder ja, alleine auch Austauschforen, die zum Teil unterschiedliche technische Zugänge bilden wollen. Also vom Roy Rem zum Beispiel, dem schicke ich heute auch noch eine E-Mail,
dass ich da ein Forumsthema gemacht habe. Ihr könnt das ja sehen, wenn ihr ins Freie Argumentekulturforum geht. Weil der macht so ein System-Leap-Pad. Also jetzt, er will nicht gerne Forum machen, weil die Leute hauptsächlich nacheinander schreiben, sondern er will da technisch das so machen. Ich glaube, Google Docs ist auch so ähnlich, dass die Leute alle gleichzeitig da in einem Text dann schreiben können und solche Sachen. Was ich gut finde, ist immer, dass wir überlegen, wie wir die verschiedenen technischen Konzepte, ob jetzt Foren oder Wikis oder dann eben solche Pad-Geschichten, wie wir das zusammenbringen können, sodass die Menschen, die auf der Suche sind, jetzt überhaupt nach Austauschgelegenheit, also statt immer so kurz gehalten zu werden, eben mit selektiver, nicht nur Wahrnehmung, sondern selektivem Diskussionsangebot, also Spielwiesen, eingegrenzte Spielwiesen, statt insgesamt frei diskutieren zu können. Also Leute, die da auf der Suche sind, dass die wirklich ein durchschaubares, ein übersichtliches Netz vor Augen haben, wo sie dann prüfen können, inhaltlich und formal. Also was gibt uns denn da jetzt am meisten? Also was ist da jetzt wirklich so ein Lösungsansatz, der uns, den wir als voranbringend oder als am meisten voranbringend empfinden können? Ja, also da sollten wir versuchen, sodass auch wir selber natürlich beurteilen können, also wo geht es jetzt am meisten um die Substanz? Und ich habe ja zu dem technischen Vorschlag vom Roy gesagt, Roy, also ich glaube erstmal, sind die Leute es gewöhnt oder ist es der natürliche Anfang, dass wir miteinander so kommunizieren, wie wir es auch jetzt tun, also auch im natürlichen Gespräch oder im Forum. Der eine sagt was und dann sagt der andere was und der geht darauf ein und man redet dem anderen nicht dazwischen oder schreibt dazwischen. Also ich glaube, das ist erstmal eine gute Grundform, dieses Dialogische und dieses Nacheinander. Aber es gibt mit Sicherheit dann Bedarf auch dafür, gemeinsame Texte und sowas zu erstellen. Und dann könnte man einfach sagen, also liebe Leute, guckt mal, wo und wie lange oder in welcher Form wollt ihr dialogisch oder wann und in welcher Form wollt ihr so ein Pad, wo ihr gemeinsam drin schreibt. Aber das könnte man echt möglichst eng miteinander alles verknüpfen und die Leute dann auch eben beurteilen lassen, was gibt ihnen wie viel. Und wir brauchen die Multiplikatoren, ne? Also endlich mal jetzt hier, liebe Millionäre und Milliardäre, die ihr das jetzt hier alle hört. Ihr habt ja bestimmt auch nichts Besseres im Fernsehen zu gucken, als jetzt hier Wandelgespräche. Wenn ihr das hört, bedenkt es kurz, weil da braucht ihr gar nicht lange drüber nachdenken, ob so ein ganz offenes Gespräch, wo man die Lösungsideen, und zwar fair alle Lösungsideen, ohne dass da welche schon vom Tisch wieder runtergetreten werden, also fair alle Lösungsideen mal wirklich in einen Qualitätsvergleich bringen zu können. Da braucht ihr eine Minute für und dann habt ihr das bestimmt auch, seht ihr das bestimmt auch so, dass das jetzt das Wichtigste wäre, um hier gut solche Lösungen zu finden. Und dann kommt und bringt eure Millionen oder Milliarden, also nicht für mich, ich werde weiter mein einfaches Leben leben, aber damit eben die Organisationsstruktur so aufgebaut werden kann und die Werbung natürlich auch ein Stück weit, also damit das wirklich die Leute erreicht. Und ja, jetzt habe ich erstmal genug gequatscht, jetzt kann ich ja eventuell beim nächsten Mal weiterführen. Ich gebe jetzt an den Dill. Ja, und ich will auch die Angst nehmen, dass das unüberschaubar würde. Ich glaube, es gibt nur circa 10 bis 20 Gruppen an Konzepten. Also die, zum Beispiel die Gruppe aller derer, die ein Problem auch in Zins sehen und so weiter oder in Geld sehen und so weiter. Das sind, meistens sind das Gruppen sehr ähnlicher Konzepte. Und wenn man dann zum Beispiel der Neoliberalismus und die sozialen Marktwirtschaftler, denen ist alles als Gruppe gemeinsam, dass sie alle gemeinsam glauben oder nichts davon wissen wollen oder wissen können, dass die Marktwirtschaft unser Lebensglück zerstört und unsere Gesundheit systematisch zerstört. Und ja, und so hat man dann Gruppen und am Ende hat man vielleicht an dem runden Tisch nur, diesem weltrunden Tisch nur 10 bis 20 Gruppen, wo sich die einzelnen Teilnehmer der Gruppen abwechseln, damit jede Unterrichtung auch mal zu Wort kommen kann und ihre speziellen Punkte noch bringen kann. Aber so wird es dann nicht in ein Chaos übergehen, sondern wenn man es auf die Gruppen orientiert, so wie wir ja auch, der Weltrat ja auch zur Gruppe aller gemeinwohlökonomischen Konzepte gehört. Ne? Und da gibt es ja immer die Gemeinsamkeiten und da gibt es nicht Millionen verschiedene, sondern vielleicht 10 bis 20 verschiedene Gruppen, die dann an dem Tisch wären.
Ja, und dann Walter zu dir. Mir fällt da auch nur ein, dass es, ich habe auch mal ihn versucht im Internet so Facebook und so weiter, so unter dem Stichwort Gemeinschaften und Kommunen, Gemeinschaften und Kommunen, da, wenn da irgendwie die Kunsthöfe da mit eingeordnet werden könnten, im weiteren Sinne könntest du da suchen, aber ich habe da keine sehr guten Erfahrungen gemacht, weil die Leute dort oft sehr konservativ sind und eigentlich immer dort im Wesentlichen genauso weiterleben möchten, wie sie es in diesem kapitalistischen System gelernt haben und da eigentlich nichts anderes wollen, außer nur, dass sie jetzt halt mal irgendwie mit ein paar Leuten in der Nähe wohnen, dann so WG-artig, ne? Aber versuchen könntest du das, ne? Und dann, ja, also der Luki, du hast ja eben schön gesagt, so das, was ich mache, ist quasi der Umweg über die gemeinwohlökonomischen Gedanken und Lösungsansätze, da möglichst auf möglichst wenig Widerstand zu treffen. Und warum wir diesen Widerstand so problematisch sehen, weil es ja theoretisch ganz einfach ist. Wir haben fast 8 Milliarden Menschen und gerade mal vielleicht 1.000 Milliardäre auf der Welt oder 5.000, ich keine Ahnung, ich habe sie nicht gezählt, ne? Aber leider ist es so, dass diese 8 Milliarden Menschen leider nur das denken dürfen und denken können, was die Milliardäre sagen. Denn ich weiß nicht, ihr habt vielleicht schon mal gehört, dass ich ja von der Diktatur der Sparten spreche, der Diktatur der Sparten. Zum Beispiel ist Warren Buffett der Milliardär, der ist Großaktionär für die Coca-Cola und damit für die Nahrungssparte. Und alles, was über ihn an die Welt rausgeht, ist quasi, ja, letztendlich sind nicht bewusste glückszerstörende Kommunikation, die dann den Kauf von Coca-Cola so als zuckersüße, ja, beglückende Ersatzdroge begünstigen, ja? Und als Beispiel, ja, wir wollen ja nicht hier offen reden über, damit wir nicht die Sender gesperrt kriegen, aber die Gesundheitsskandale der letzten Jahre, ja, die kann man nur verstehen, indem man sich klar macht, dass 70% der Bevölkerung alles glauben, was von oben kommt und nicht in Frage stellen. Im Moment die Kriegshetze, die vielleicht in einem europäischen Weltkrieg vielleicht enden könnte. Da ist es auch so, dass aus meiner Sicht nur die Waffensparten hier am Werke sind. Und ich wette, dass die Deutschen wieder zu 70, 80% mit Hurra in einen Krieg rennen würden, wenn sie genauso aufgepusht werden, wie sie jetzt bei den Gesundheitsskandalen aufgeputscht wurden, von den Kommunikatoren. Und das ist das, da bin ich so pessimistisch, ja. Der Aufstand der 8 Milliarden, fürchte ich, kommt nicht, weil sie alle Gehirnwäsche Opfer sind. Ich gebe weiter zur nächsten Runde. Und es beginnt ja wieder wohl Lucky. Nee, Ich bin wieder dran. Walter, Lucky, Öffi, Dylan. Ja, genau. Ja, ich bin nicht ganz so pessimistisch, was die Bevölkerung angeht, aber wiederum muss man doch mit einem gewissen Entsetzen erkennen, wie leichtfertig Nationen auch andere provozieren, ne? Und mit ihren Waffen rumschieben, mit Panzern und Schiffen. Und das finde ich schon sehr deprimierend. Ich kann zwar natürlich irgendwie nicht verlangen oder erwarten, dass man das gesamte globale Militär von heute auf morgen abschafft, aber das ist ja noch ein Unterschied, ob man in den Medien liest, ja, die Nationen machen miteinander Manöver und üben da und da, oder ob man hören muss, ja, die NATO verschiebt Truppen da und dahin, um Druck zu machen, ne? Naja, das Volk, ja, kein Volk will Krieg. Also ich glaube auch nicht, dass man das deutsche Volk wieder irgendwie
außer durch Lüge in den Medien und so weiter, die das behaupten, dass es so ist. Aber in Wirklichkeit würde kein Volk, auch also die Deutschen, nicht für Krieg stimmen. Und schon gar nicht die Ukrainer und so weiter und die Russen nicht. So, naja, so viel nur zur Theorie. Ich will ja eigentlich lieber bei kleineren Kreisen bleiben. Ja, wir wollen Höfe, also Plätze, die sich für unsere Gruppentreffen gut eignen. Es könnten theoretisch auch unsere Theater sein, unsere Kirchen sein, unsere Gemeindehäuser sein. Aber leider sind die ja nicht bedingungslos, obwohl sie ja alle vom Volk finanziert und gebaut wurden. Letztlich natürlich fürs Volk. Aber da haben ja dann schon die Mächte Sand in die Augen gestreut und gesagt, ja, ihr habt das zwar gebaut und finanziert, aber gehören tut euch das jetzt nicht, sondern da muss jetzt eine Instanz zwischen, die bestimmt, wofür es gebraucht wird. Und der schöne, tolle Kirchbau, der darf eben nur 2 Stunden pro Woche genutzt werden und nicht 24 Stunden am Tag geöffnet sein, um da drinne Kommunikation zu üben, Gespräche und Gebet und Gesang, sondern nur, wenn die Autoritätsperson, der Pastor da ist, dann sollt ihr euch in der Kirche versammeln und Amen sagen. Tja, soweit meine Ratlosigkeit, ich gebe mal weiter. Ja, dann bin ich als nächster dran. Ja, bei mir ist es eher anders. Also ich möchte nicht so im Kleinen bleiben, sondern gerne über das Große reden. Unterscheide ich mich ein bisschen von Walter. Und ich sehe den Einwand von Dillen, sehe ich halt. Du sagtest ja, dass das schwieriger ist, halt die 8 Milliarden Menschen zu überzeugen, von dem Geld abschaffen. Da hast du grundsätzlich recht, dass das eine Schwierigkeit ist. Aber ich sehe jetzt nicht, wo die Schwierigkeit größer ist. Also überhaupt über Bewusstseinsprozesse, wie eben bei dieser Medienmache und Angstaufbauprogramm, was dann eben die Medien nutzen halt, um die entsprechende Propaganda halt loszuwerden. Da sehe ich jetzt nicht, ob jetzt mit einer Gemeinwohlökonomie, ob es da Leute eher beeinflussen kannst oder überzeugen kannst, dass es zu ihrem Wohle ist, als das Geld abschaffen. Also ich sehe eher grundlegender. Wie kannst du eigentlich Menschen, die eben so manipuliert werden, also auch mit Informationen, Medien und so weiter, mit Spalt und Herrsche und mit Angstaufbau. Das ist ja schon länger eine Technik von Machterhaltung und Herrschaft durchsetzen, Spalt und Herrsche, oder eben setzt die Leute unter Angst. Dann kannst du also auch eher kannst du in die richtige Richtung denken, wo du hin haben willst. Und machen dann dein Kreuzchen, wo du es haben willst, wo deine Partei es haben willst, oder zur Not auch ziehen dann auch in einen Krieg, den sie eigentlich vom Grundsatz nicht wollen, aber du hast es so geschafft dann dadurch, dass sie eben die größere Angst haben vor dem imaginären Feind oder Gegenangriff oder sonst was du erfährst, dass sie dann glauben und dann wirklich in was drin ziehen, was zu ihrem Nachteil ist und was ursprünglich, wenn sie die Angst nicht gehabt hätten, weil die Angstverbauer nicht stattfinden würden, wo sie ganz klar sagen würden, nee, mach ich nicht mit, auch wenn ein Befehl ist, aber trotzdem mach ich nicht mit. Dass das eben, wenn du Angst hast, dass dann halt ein bisschen der Verstand aussetzt und natürlich auch der Widerstandswille. Und von daher, wie gesagt, ist mir das nicht ganz klar. Also es ist ein Hauptproblem. Hauptproblem ist eigentlich, wie kannst du also das Bewusstsein bei den Leuten erschaffen, dass sie offen zuhören,
und sich dann von unseren eigentlich besseren Argumenten halt überzeugen lassen. Das ist für mich ein grundsätzliches Problem. Und das ist, also, ob du die, ist jetzt egal, ob du jetzt für Gemeinwohl arbeitest oder für Geld abschaffen oder meinetwegen für ökologisches Bewusstsein oder irgendwas anderes, ja. Das ist immer das Problem. Und da ist ja mein Ding, dass wir eben da ansetzen müssen, nämlich an der Gefühlsebene. An der Gefühlsebene und nicht so am Verstand, was richtig und falsch ist, sondern an der Gefühlsebene, was Spaß macht. Und deswegen frage ich ja nach wie vor ab auf die Form. Auf die Form eben, diesen Fußball und Gewinnspiel, dass dann Leute offen wären oder eben zuhören würden bei Sachen, die sie sonst nicht zuhören würden. Und wie gesagt, ich habe ja auch schon mal eine Erfahrung gemacht mit diesem Fußballkongress oder mit dem Fußballspiel, wo so ein Rededuell in Form von so einem Fußballspiel da stattgefunden hat. Und das denke ich, oder würde ich halt gut finden, wenn wir das halt auch bei unserem Rundtisch für die Zukunft machen könnten, so ein anderes Modell einfach nehmen, um sogenannte normale Leute halt auch zu erreichen. Weil, wie gesagt, ich mal fasziniert bin von hier Günther Jauch Show oder Fußballspieler, nicht von den Sachen selbst, sondern wie viele Leute die erreichen. Wie viele Leute die erreichen durch so eine Kochshow oder irgendwas anderes, wo du was gewinnen kannst oder so, ja. Setzen sich da Leute stundenlang dahin und fieber mit, ja, oder Dschungelcamp, ja, und fieber mit bei so einem, weiß nicht, Blödsinn noch, wie Menschen dann sagt, ja, oder, aber es ist kein Blödsinn für die Menschen, weil die freuen sich drauf und die gehen begeistert mit und rufen an, weil sie vielleicht was gewinnen können. Und meinen eben, sie wissen jetzt, dass der und der rausgewählt werden muss. Jetzt Dschungelcamp da oder Big Brother oder was da noch für Shows sind. Und deswegen, wenn wir so eine Form wählen könnten, wie gesagt, wäre ich dabei, weil ich ja auch einen Hang zum Theaterspielen habe und auch Lust hätte, sowas dann zu organisieren, eben weil ich da schon mal Erfahrung hatte mit sowas, was ihr sehen könnt bei Utopie, habe ich ja schon mal erwähnt, Utopie-Kongress, nicht Utopie ist machbar, sondern utopiekongress.org, Utopie-Kongress, englisch geschrieben, C-Kongress.org. Da könnt ihr diesen Versuch, den wir 2018 gemacht haben, zur Fußball-WM, könnt ihr nachlesen. So, Mensch, macht der ein Spiel piep? Hat noch mehr Zeit? Okay. Piep, 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 piep. Ja, meine ich doch, war mit der Zeit. Okay, ich gebe weiter an Öffi. Ja, dank den Vorrednern. Also ich glaube, dass wir uns da jedenfalls aber auch nicht zu sehr einengen sollten, was die Zugänge der Menschen angeht. Denn ich bin zwar auch offen dafür zu gucken, wie können wir die Spaßeffekte so erzeugen, dass der Spaßsüchtigste seine Computerspiele lieber wegschmeißt, weil er entweder ein Verantwortungskomputerspiel vorgesetzt bekommt oder er sieht, was anderes macht mehr Spaß. Aber ich bin ja der Ansicht, dass das, was den Menschen am meisten Spaß machen kann, weil das ist sein Wesen, ist das Denken. Ne? Also ich sage ja immer, der höchste Orgasmus müsste der richtige Gedanke sein. Und dementsprechend sollten wir da, glaube ich, nicht irgendwie verengend diese Zugänge überlegen oder planen, sondern sollten da mit verschiedenen Schienen arbeiten und auf die Menschen zugehen und halt versuchen, sie dann ranzuziehen oder Schritte weiterzubringen. Obwohl ich über den Spaß gerne bereit bin, nachzudenken, wird mein Hauptweg zugegebenermaßen immer sein, dass ich sage, Leute, ey, überlegt doch mal, ist das wirklich spaßiger, wenn man sich mit niedrigeren Bewusstseinsebenen beschäftigt oder davon leiten lässt, statt mit den höchsten Bewusstseinsebenen? Also wie könnt ihr das als größeren Spaß ansehen? Also warum ist es toller, für Niedriges zu leben, wenn man fürs Höchste leben kann? Man macht sich selber zu so einem krabbelnden Regenwurm da am Boden, der seine Wahrnehmungsfähigkeit, so sein menschliches Bewusstsein eben gar nicht mitkriegt, also noch nicht mal sieht, noch nicht mal bewusst darüber entscheiden kann, ob er das in den Mittelpunkt stellen will oder halt die Ameisen- oder Regenwurmkrabbelein. Wie auch immer, aber wir sollten da mit verschiedenen Schienen arbeiten und ich glaube, dass es auf jeden Fall also schon mal was ganz Geniales wäre, wenn wir Anschauungsmodelle hätten, also in einem anderen Stil als heute. Also es stimmt, ich stimme Dylan zu, die meisten Leute, die alternativ sein wollen, auch mit dem Walter rede ich ja da manchmal im Austausch kritischer Gedanken. Die meisten sagen sich, ich will Verantwortung, aber es muss Komforthotel sein. Ich bin ja bereit, kein schlechter Mensch zu sein, sondern was Gutes für die Welt zu tun.
Aber es darf keine Abstriche dann sein. Schon gar nicht darf es jetzt wirklich von mir fordern, dass ich mich da irgendwelchen kärglichen oder anstrengenden und belastenden Lebensumständen aussetzen muss. Nee, nee, also die Revolution muss schon auf gehobenem Konsumkomfort auch machbar sein. Sonst ist das nichts für mich. Also das sagen viele, ne? Ich meine, der Lücke zum Glück nicht, der würde sofort rausspringen aus seiner Ecke und würde sagen, gebt mir die Fahne, dass ich über die brennenden Barrikaden springe. Ja, also von daher, da gibt es so einige Gesprächssituationen, die ich schon hatte ja auch in unserem Kreis. Ne? Ihr wisst, der Öfter ist da so ein alter Opfer-Fan. Also christliche Religion, ne? Spielt da mit, eine Kreuz tragen und so, ne? Und ja, also da hat man schon so einen Bezug zu diesen Dingen auch, wie sehr man opferbereit sein müsste, wenn es sinnvoll ist. Ne? Also nicht jetzt hier sich annageln lassen, weil Nagelbett ist schön oder so, sondern wenn es aufgrund höherer Werte wirklich sinnvoll und nötig ist, auch Abstriche zu machen oder sich von sich anzustrengen, dann müsste man es tun können. Dementsprechend wenig halte ich ja von diesen Kommuneversuchen, wo die Leute dann da sitzen, eben wie die wohlhabenden Kleingartenbesitzer nebeneinander und sich sagen, wir sind auch nette Menschen, wir reichen mal ein paar Tomaten rüber, wenn wir ein paar übrig haben und der Nachbar leiht uns mal ein Ei, wenn wir vergessen haben, die einzukaufen. Das ist natürlich auch besser als nichts, aber ich glaube, wir brauchen eine ganz andere Ernsthaftigkeit und Entschiedenheit und Opferbereitschaft. Piep, 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 piep. Ehrlichkeit. So. Ja, gut, ich gebe weiter an den Willen. Ja, das ist ja für mich das Schöne, dass das wieder das gemeinwohlökonomische Diskutieren und Lösungsansätze machen, dass so ein Kompromiss ist. Da braucht man nämlich auf einerseits auf den Komfort nicht zu verzichten und trotzdem wird die Welt besser sozusagen. Also ist nicht so, denn das wäre ja eine politische Lösung. Und nochmal zu dem, was ich vorhin vergessen hatte zu sagen, richtig, also es ist ja so, auch wenn der runde Tisch wäre und es wäre Jeff Bezos dabei und Sarah Wagenknecht und Professor Hans-Werner Sinn und all die anderen, die da schon jetzt auf dem Ding stehen, auf dem Einladungsliste sozusagen stehen und Richard David Brecht und wie sie alle heißen, ja, dann ist es immer noch so, erstens, es kann sein, dass auf keinen Fall möglicherweise der beste Vorschlag gewählt wird, weil die repräsentative Wählerstichprobe, die kann ja nur wählen, was sie verstehen kann. Ja? Nur, also das heißt, die in der Demokratie ist nun mal die repräsentative Wählerstichprobe, die diesem New World Economic Forum zuhört und die dann ausgewertet würde von Allensbach oder wem auch immer, ja, nur was die versteht und die Mehrheit der Teilnehmer dieser repräsentativen Wählerstichprobe versteht, nur das kann erfasst werden. Also das sind schon mal die Grenzen des Ganzen. Ne? Und die anderen Grenzen lauten, ja, möglicherweise ist es, wie Lucky richtig angedeutet hat, genauso möglicherweise fast unmöglich, die Milliardäre zu erreichen und zu überzeugen, wie es möglicherweise genauso unmöglich ist, die 8 Milliarden zu erreichen und zu überzeugen. Denn auch weder die 8 Milliarden sind hier, noch die Milliardäre sind hier und sprechen mit uns über die Zukunft der Welt. Ne? Und das ist das Dilemma in der Marktwirtschaft. Und dann sozusagen noch einmal dazu, wie die Welt aus naturwissenschaftlicher Sicht halt funktioniert. Nämlich die Waffensparten haben es durchaus immer wieder geschafft. Ich erinnere mich an den Krieg 1914. Da sind die Deutschen wirklich, das war so schockierend, als ich diese Filme gesehen habe, mit Hurra und Gejauchze und Lustschreien in die Maschinengewehrsalven der Gegner gerannt und sind alle niedergemäht worden und haben immer noch Hurra geschrien sozusagen. Das ist unglaublich, was Manipulation mit Menschen machen kann. Ja? Und deswegen damals wurden die von den Waffensparten, den amerikanischen Waffenkonzernen, den Waffensparten, die Amerikaner in eine Kriegsstimmung gebracht, durch den vorteilbringenden Irrtum, der Irak hätte angeblich Massenvernichtungswaffen. Und dann waren die Amerikaner
in Kriegsstimmung gebracht worden und es war überhaupt kein Problem mehr, die Amerikaner zum Angriff auf den Irak zu bewegen. Ja? Denn das wurde ja nicht gegen den Willen der Masse gemacht, sondern mit dem Willen der Masse, die man vorher mit den vorteilbringenden Irrtümern quasi einer Gehirnwäsche unterzogen hat. Und das ist leider, das ist so, die naturwissenschaftliche Sichtweise ist da leider natürlich relativ pessimistisch. Ja? Und dann noch zur Frage, wo habe ich Hoffnung? Warum habe ich Hoffnung beim Gemeinwohlökonomischen? Nicht nur, weil das unser eigenes Lösungsmodell auch ist, dazugehört zu dieser Gruppe, sondern auch, weil jetzt in ZDF und Arte und in Schrot und Korn das Einzige, was in den letzten Monaten bis Jahren überhaupt hochgekommen ist, in die große Welt zugelassen wurde, war tatsächlich gemeinwohlökonomisches Denken. Alles andere ist weder in ZDF aufgetaucht, noch in Schrot und Korn, noch bei Arte, noch bei Dreisat. Nur das Thema gemeinwohlökonomisches Denken ist in letzter Zeit hochgekommen. Und ich begrüße das natürlich, weil ich das ja für den richtigen Lösungsansatz halte, grundsätzlich. Ja, und zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, Gradido ist auch ein so neues Geldsystem, Schwundgeld oder inspiriert durch Silvio Gesell. Das zum Beispiel kommt nicht hoch in den Medien bis jetzt. Ne? Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, was hochkommt, ist dann eher schlecht. Aber in dem Falle sehe ich es eher so, dass die Leute im ZDF schon erkannt haben, dass bei diesem gemeinwohlökonomischen Gedanken vielleicht wirklich etwas Positives für alle ist. Ne? Und ja, und dann nochmal zu Öffi. Letzter Satz, wenn Sarah Wagenknecht käme, dann schauen leider einfach viele zu. Ja, und leider, ich fürchte, das ist eigentlich der einzig sinnvolle Weg, wenn wir es schaffen würden, dass die wirklich kommen, weil sie sonst denken, ja, vielleicht bin ich nicht dabei, aber alle anderen Eingeladenen sind dabei. Und ja, dann könnte uns das viele Zuschauer bringen und dann könnte es weltweites Interesse hervorrufen. Und dann wären wir im Gespräch. Und der Öffi garantiert bei uns garantiert für die Einhaltung der Nicht-Cancel Culture und der freien Argumentekultur. Ich gebe weiter. Alter, du bist wieder dran. Ja, danke. Ich musste erst mal rüber switchen und mein Mikro einschalten. Ja, gut. Also, wir hatten eine Sonderveranstaltung vor einer Woche. Also, neben den Montagsspaziergängen haben wir Sonntagmittag einmal eine Veranstaltung in der Stadt gemacht. Da kamen ungefähr 20 Teilnehmer. Und wir haben uns in einem Park getroffen, im sogenannten Klosterhof, und haben uns dann auch erstmal auf der Wiese versammelt und einen großen Kreis gebildet, also uns die Hände gereicht. Und dann habe ich versucht, darauf hinzuwirken, stehen zu bleiben im Kreis und zu sprechen erstmal mit diesen 20 Menschen, die jetzt eigentlich etwas Neues mal anfangen können, erstmal stehen zu bleiben und zu reden. Einerseits die Befürchtungen zu äußern, wenn wir mit 20 Menschen für Demokratie, Freiheit und Menschenrecht spazieren, die Befürchtungen zu äußern, aber auch unsere Hoffnungen, was wir denn erhoffen, wenn wir mit 20 Menschen durch die Fußgängerzone gehen. Aber ich bin dann überstimmt worden und die Drängler, sage ich jetzt förmlich mal, also die sagten, nein, was sollen wir hier stehen und reden? Lass uns losgehen, lass uns einfach losgehen. Die haben nachher Oberhand gehabt und so konnte ich die 20 Leute dann auch nicht bremsen und wir sind einfach erstmal so losgegangen. Aber ich wollte euch jetzt auch mal darauf hinweisen, dass es eigentlich zielführender und nach meiner Ansicht sinnvoller ist,
erstmal intern mit einem kleinen Kreis Qualität zu erzeugen, also Ideen zu entwickeln und so etwas Schönes, Reines, Wahres zu entwickeln, was von alleine Publikum macht, was sozusagen so hell ist und so schön, dass die Menschen von alleine hingucken, weil irgendwie auf Publizität abzuzielen, führt einfach zu nichts. Mit was macht man denn Publizität? Man kann nicht mit einem komplexen Gedanken von Freiheit oder Gerechtigkeit oder Absetzung der Milliardäre oder so Masse machen. Das zieht nicht, das kommt nicht durch, das lädt nicht ein. Von daher ist mein Anspruch immer, lass uns erstmal Innenqualität erzeugen. Erstmal stehen bleiben im Kreis und sehen, was könnte es denn wirklich sein, was die Menschen von alleine hingucken lässt. Und zwar irgendwie alle, egal ob rechts, ob links, ob Mitte, ob unten, oben, alle werden hingucken, weil das Neue da ist. Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Bist du fertig weiter? Jawohl, danke schön. Ja, nichts ist so gut wie die Idee, deren Zeit gekommen ist. Hast du gerade geändert? Und damit erlebe ich das eigentlich ein bisschen im Widerspruch zu dem, was du vorher gesagt hast. Dass eigentlich doch, wenn du eine gute Idee hast, die auch auf eine Form darstellen kannst, wo die Leute anspricht, dann glaube ich schon, dass du also dann auch begeistern kannst und Leute mitreißen kannst. Und von daher habe ich eben große Hoffnung, dass eben so ein, wie der Name schon sagt, so ein runder Tisch der Zukunft, wo also auch keiner ausgeschossen wird, also wie im Englischen da heißt, ohne Cancel-Kultur, dass das doch Leute mitreißen kann. Erst recht, jetzt komme ich wieder zu meiner Form hin, jetzt ein bisschen abgeschwächter Form, nicht mit Fußball, sondern wenn du die ernst nimmst, wenn die sozusagen von den verschiedenen Vorschlägen oder Modelle, die da dargestellt werden, ich stimme damit überein, dass es vermutlich nicht mehr als 10 sind, 10, 12 verschiedene Modelle, die sich so in Nuancen unterscheiden, wenn die dargestellt werden und das dann vielleicht so ein interaktives Ding ist, wo das Publikum aufgefordert wird, ja, so ein bisschen eine Tabelle zu machen, Platz 1, 2, 3 oder irgendwas. Und das kann man ja auch ein bisschen mit dem Preis verbinden, wenn die meisten sozusagen da die Gemeinwohlökonomie auf Platz 1 haben und dann wird halt gelost und derjenige oder diejenige in 4 Wochen bei Siebenlinden oder bei Waldsaner Kommune oder sonst wie halt umsonst mitleben können sozusagen als Urlaub oder wie. So, das ist auf so einer spielerischen Ebene, wo du eben Leute eben ernst nimmst, dass du denen dazu stehst, dass sie unterscheiden können und dass sie bewerten können aus ihrer Sicht, wo sie am liebsten leben würden oder was am liebsten ihr Ding wäre. Deswegen glaube ich schon, dass du dann sowas erreichen kannst. Und ja, ich finde das schon okay, dafür auch so eine Multiplikatoren zu benutzen, weil es ja uns um die Öffentlichkeit geht, dass möglichst viele Leute dann teilnehmen und dann, wie schon gesagt worden ist, wenn Sarah Wagner nicht dabei wäre als Beispiel, auch wenn die ganz andere Ideen hat, aber werdet schon eben aufgrund, dass einfach mehr Leute einschalten und dazuhören wollen, als wenn sie nicht dabei ist, als Beispiel. Und da würde ich jetzt gerne auch zu den Details irgendwann mal kommen. Wir haben eine halbe Stunde Zeit, über eine halbe Stunde. Aber falls es das schon gibt, ich habe es auch im Chat geschrieben, wäre schön, wenn es also einen Termin gibt, auch schon so einen äußeren Rahmen, was der vermutlich beim Anschreiben auch, wenn es beim Anschreiben ja vermutlich auch sinnvoll ist, dass Mensch dann so rinschreibt, wann es sein soll und ob es nun 3 Tage geht, eine Woche oder einfach nur eine Abendveranstaltung, weil ich natürlich ein bisschen schade finde, eine Abendveranstaltung, aber also dass das so ein bisschen eigentlich auch da schon drin sein müsste bei so einer Einladung, denke ich. Und deswegen, dass wir uns da vielleicht noch ein bisschen über diese Formalien unterhalten, wie wir uns vorstellen.
Und damit gebe ich weiter an, ja, an Öffi wieder. Ja, dank den Vorrednern. Ich glaube, wir müssen da kreativ einfach sein. Nichts einfach ausschließen oder sagen, es gibt hier nur den einen oder anderen Weg. Also man kann ja aus Gründen heraus schon meinen, dass irgendetwas besonders gut ist oder wie ich es nennen würde, wesentlich. Also wenn ich sage, dass der Mensch sich zumindest mal fragen kann oder in sich reinspüren kann, ob sein höchstes Wesen nicht auch sein höchstes Glück sein kann und was das dann wirklich bedeutet. Also nicht nur kurzer Jubelsprung, meditativer Erleuchtungsmoment und danach wird wieder einkaufen gegangen, sondern so, dass man wirklich sich fragt, wann ergibt das ein rundes Bild, eine ganzheitliche Form? Oder wenn man jetzt eben Gemeinschaft bildet, dann, dass man das nicht nur als WG der bürgerlichen Privat- oder Individualisten oder Konsumkapitalisten auch macht, sondern dass man wirklich hingeht und sich überlegt, inwiefern brauchen wir gemeinsame Entscheidungs- und Verteilungsstrukturen? Inwiefern sollte nicht nur jeder seine Papiere, seine Verträge und seine Konten haben, sondern inwiefern brauchen wir in den Bereichen direkte Änderung? Ist ja auch schön dann natürlich sozusagen, da brauchen wir auch weltweit eine Umstellung für, wie der Lucky das ja ganz gut findet. Aber ich habe eben noch nie verstanden, warum das ein Gegensatz dazu sein soll, direkt auch schon zu gucken, welche Möglichkeiten hat man, das, was man richtig findet, auch in seinem persönlichen Bereich vorzuleben. Irgendwie hat das dann immer den Geruch, ich hebe das Ziel jetzt auf eine ganz große globale Ebene, damit ich dran vorbeikomme, in meinem persönlichen Leben da jetzt schon mal das zu machen, was möglich ist. Aber das sind alles so Gedanken jetzt von mir. Ich fände ganz wichtig, dass der einzelne Mensch überhaupt da zum Forscher wird, bereit ist, in sich so ganz tief reinzuspüren, alles an sich zu erleben, was er da erleben kann. Ja, und dann für sich mehr herauszufinden. Also ich glaube, da ist ganz viel herauszufinden. Aber ich glaube, dass wenn der Mensch in sich reinschaut, dann wird er feststellen, er bleibt gerne in der Trägheit und im Festhalten einfach an bereits gedachten Gedanken oder Gewohnheiten, auch Gewohnheiten, wie man sich die Revolution vorstellt. Und man beleuchtet das nicht mehr ganz unbefangen von allen möglichen Seiten und prüft das nicht mehr, weil wie der normale Bürger, der da seine bürgerliche etablierte Lebensform dann sich geschaffen hat, da klebt man sozusagen dran und macht das, was durchaus sonst überzeugend und auch möglich ist und fruchtbare Wachstumsansätze sein könnten, macht man eben einfach nicht, sondern bewegt sich dann ständig in seiner Lebensfilterblase. Ja, aber ich finde jetzt gerade auch mit Blick darauf, wie können wir da was machen, also auch die Multiplikatoren dazu gewinnen. Und ich weiß das nicht, also jetzt zum Beispiel Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine und so. Also ich würde mir schon vorstellen können, dass auch da wieder, also wenn die mal etwas an sich rankommen lassen, also jetzt sich fragen, also auch, also Sarah Wagenknecht sieht sich ja als Linke in dem Sinne, dass sie sagt, wir müssen statt von diesen ganzen Spielzeugthemen, Genderismus und diese Mikroidentitäten, um die sich da alles dreht, auch mit den LGB und so weiter, wir müssen mal sehen, dass das im Grunde genommen gehobene Karnevalsspiele von etablierten Wohlstandsbürgern auch sind. Also auch wenn das die Lehrer sind, die seit der 68er-Zeit beim langen Marsch durch die Institutionen im Lehrerberuf jetzt hängen geblieben sind und die Revolution halt in anderen Feldern austoben wollen als in der Abschaffung des Kapitalismus und der Umverteilung. Die Lehrer zählen dann zu den Akademikern der Oberschicht und die wollen eine andere Revolution, als den Kapitalismus abzuschaffen oder eben das zu machen, was eigentlich urlinks ist. Und insofern ist da Sarah Wagenknecht natürlich, wenn sie sagt, lasst uns mal besinnen auf das, worauf es eigentlich ankommt. Ne? Das sind nicht diese Ersatzspielereien der alternativen Akademikerschicht, sondern das sind wirklich, auch materielle Ausgleichserforderlichkeiten,
die in der Gesellschaft gegenüber den Unterschichten zu bedenken sind. Aber sie sieht das eben so als, ja, ich sag mal, Politaktivismus innerhalb der auch parteipolitischen Strukturen. Und ich würde gerne sehen, also in welchen Lebensumständen Oskar Lafontaine und sie da leben und inwiefern das auch letztlich dann bürgerliche Wohlstandslebensform ist, die dann halt den Politaktivismus, so wie andere das gendern, vor das existenzielle Linkssein gestellt haben. Und das schon mal machen zu können, dass auch wenn die großen Kapitalisten noch nicht teilen, was man selber an Teilen mit den Armen auch so praktizieren kann und an anderen Entscheidungs- und Verteilungsstrukturen, also halt die systemische Abhilfe. Aber ich finde es total spannend. Also wir hatten eine ähnliche Idee, wie Dylan jetzt mit seinem Zukunftskongress aller Lösungsideen schon mal vor ein paar Jahren in Schenker bewegt. Wir sind nicht dazu gekommen, das richtig durchzuziehen, weil wir alle schon zu sehr wieder auch aufgefressen waren von den Aufgaben, auch mit den konkreten Kommuneprojekten und dem Alltag, um überhaupt diese Orte zu schaffen und aufrechtzuerhalten und nicht auch vom inneren Streit her alles zerfressen zu lassen. Also wir haben ja überall auch bei den Alternativen diese sehr eigenwillig gewordenen Konsumindividualisten. Das steckt tief drin in allen. Deshalb gibt es viel Streit und Unverträglichkeit und Gefahr, dass Dinge auseinanderplatzen. Ja, das hat uns vor ein paar Jahren davon abgehalten, so richtig in die Vollen zu gehen damit. Und ich finde das genial, dass der Dylan das jetzt anregt, in der Richtung mal wieder nach vorne zu springen, zu schauen, wie weit man da Resonanz auslöst. Unmöglich ist es nicht, dass denkende Menschen jetzt wie Sarah Wagenknecht oder Oskar Lafontaine mal sehen würden, naja, ist schon nicht völlig abwegig, was da an Argumenten ins Spiel gebracht wird. Okay, damit reicht's für diesmal. Ich gebe an den Dylan. Ja, und genau, also mein Vorschlag wäre übrigens vielleicht so, einen ersten Kongressdurchlauf zu machen, vielleicht Dienstag bis Freitag, jeden Abend 20.15 Uhr bis 22 Uhr. Und ich sehe das ja wie so eine Zentrifuge, in der man mit neuen Ideen konfrontiert wird und vielleicht eine oder andere Sache aufgegeben wird auch dadurch. Ich mache mal nur ein Beispiel. Ich mache mal, und beim Öffi finde ich halt so super, dass er das trennen kann. Andere können das nicht trennen, aber er kann das trennen. Ich habe es ja oft schon in unseren Talkshows erlebt, dass er hervorragend moderieren kann. Und dann zwischendurch sich einreiht in die Reihe und seinen eigenen Lösungsentwurf wieder formuliert und danach aber wieder neutral moderieren kann. Und genau das ist ja das, weswegen ich den Öffi für den geeignetsten Moderator für das Ganze halte. Und ich mache mal ein Beispiel, was so dieses neue Ideen bringen. Zum Beispiel würde ich, wenn Warren Buffett, dieser Milliardär, also am Tisch wäre mit seinem Krebs, ja, dann würde ich ihn zum Beispiel auch darauf ansprechen, so indirekt, ja, so Herr Buffett und andere, Sie wollen doch auf irgendwie vielleicht auch Ihren Krebs mal endgültig loswerden und so weiter. Und dann dazu muss ich jetzt Ihnen so erklären, dass wir eigentlich mittlerweile ganz sicher sind, dass es zu 90% durch die Nahrung bedingt ist, Ihr Krebs, ja, der Krebs durch Nahrung oder Rauchen, Alkohol, also was man sich so zuführt, bedingt ist. Natürlich spielt auch Luftverschmutzung und Wasserverschmutzung eine Rolle, aber überwiegend ist es Nahrung. Und wenn er das damit gehen könnte oder wenn das für ihn eine neue Idee wäre, dann könnte man dann wieder sagen, ja hoppla, aber die gemeinwohlökonomischen Lösungsmodelle, die führen zwangsläufig innerhalb kürzester Zeit zu einer kerngesunden Ernährung für alle auf der Welt. Ja? Und deswegen sollten Sie, Herr Buffett, auch dafür sein. Und dann würde ich vielleicht mit Jeff Bezos über die Lebensglücksfrage würde erläutern, wie dass eben die Marktwirtschaft auch Lebensglück zerstört und damit auch den Milliardären ihre Lebensfreude und ihre Lebenslust großenteils raubt. Und wenn er das verstehen würde, dann könnte ich ihn wieder überzeugen, dass die gemeinwohlökonomische Reformenpalette sozusagen die Lebenslust den Menschen wieder zurückgibt, sozusagen, ja. Und zwar den Milliardären genauso wie den Ärmsten der Welt. Und dann jetzt kommen wir zum Beispiel zu dem Beispiel, Sarah Wagenknecht ist dabei und Gerechtigkeit war vorhin ein Stichwort, das gefallen ist, ja.
Und da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ja, Sarah Wagenknecht, das klingt so schön, Gerechtigkeit, Steuererhöhung und schöne hohe Steuern zahlen, aber wir müssen über zwei Dinge reden, nämlich darüber, dass wenn ich die Steuern erhöhe, muss ich damit leben, dass sehr viele der Arbeitsplätzeschaffer und Milliardäre ihre Arbeitsplätze mit ihren Arbeitsplätzen abwandern ins Ausland. Wir haben jedes Jahr verlieren wir an das Ausland etwa 100.000 oder ich glaube netto sind es genau 50.000 der fähigsten in Deutschland und der fähigsten auch Arbeitsplätzeschaffer wandern ab und schaffen die Arbeitsplätze in Polen, in Tschechoslowakei oder in anderen Ländern. Also die Frage, die wir wissenschaftlich stellen müssen, wird Deutschland ärmer, wenn wir die Reichen sozusagen hochbesteuern, oder wird es dadurch reicher? Und meine Befürchtung ist, es würde ärmer werden. Und das wären neue Ideen für Sarah Wagenknecht. Genauso wie ich dann sagen würde, wir müssen auch die Frage stellen, wenn wir da ganz hoch besteuern, dann nehmen wir quasi das Geld der Reichen in die Staatshand. Jetzt ist die Frage, ob die Staatsbeamten besser in der Lage sind, hoch gut bezahlte Arbeitsplätze à la Niveau Mercedes zu schaffen, als diese Unternehmerfamilien, von denen ich das ja wegnehme durch hohe Steuerbesteuerung. Die Frage ist, wer schafft mehr Arbeitsplätze? Denn davon hängt dann der Wohlstand des ganzen Landes ab. Und ja, und so wären das neue Ideen. Und vielleicht kommt es da zu einer Annäherung dann, dass man sagt, ja hoppla, der Kompromiss, und das ist ja meine Hoffnung dann, meine persönliche, dass die Leute sagen, ja, die Gemeinwohlökonomie ist doch erstmal so ein gemäßigter Kompromiss zwischen Kapitalismus und Sozialismus, so ein Zwischending, mit dem einige leben können. Ich gebe weiter. Das ist dann wieder Walter, gell? Jawohl, danke schön. Ja, ja, ihr seid alle irgendwo ganz schön rational, irrational. Und ich bin irrational, rational. Kommt mir jedenfalls so vor, weil Milliardäre zu überzeugen, erstmal sie an den Tisch zu kriegen und dann für neue Konzepte zu überzeugen, abzuweichen von ihren Aktionärshauptversammlungen und von ihrem großen Plan, dies und das zu machen, ja, das halte ich auch für sehr schwer. Von daher beschäftige ich mich weiterhin mit meinen auch sehr illusionärischen Kunsthöfen und denk da dran herum. Und das ist ja auch reine Utopie. Und vielleicht würden ja 8 von 10 Menschen sagen, unrealistisch, nicht zielführend, bringt doch auch nichts, schafft man ja doch nicht. Und all diese demotivierenden Statements würde man sicherlich hören. Aber nun gut, ich bleibe da noch am Ball, auch wenn es nie zum allerersten Kunsthof in der Welt kommt. So hat es mir doch Erkenntnisse gebracht, zu überlegen, was wäre denn, wenn 1.000 Menschen einer Großstadt sich so einen Hof schaffen, der für sie auch noch mit dem Fahrrad erreichbar ist, wo die Kinder ein Spieleparadies vorfinden, wo Selbstversorgung miteinander geübt werden kann und solidarische Landwirtschaft, wo ein tägliches, weitreichendes Bildungsangebot geboten wird, wo alle Initiativen, die menschenfreundlich und naturfreundlich sind, Seminarraum haben, ohne Anträge stellen zu müssen, ohne Rechnungen begleichen zu müssen. Und was würden wir als Träger des Hofes miteinander daran lernen, diesen Hof zu schaffen, diesen Hof zu erhalten
und dauerhaft miteinander zu führen und zu organisieren. Wie können wir dabei damit miteinander in Frieden kommen, miteinander in die neue Kommunikation kommen, miteinander in die neue Entscheidungsstruktur reinwachsen und auch in die alternative Wirtschaftswelt, die auf Gemeinwohlbasis funktioniert und wo man keinen Überschuss braucht, sondern immer nur Genüge und wo man auch den Mangel, den man vielleicht durchmachen muss, produktiv verwendet für die Fantasie, für die Kunst und für die neue Pädagogik. Danke. So, dann bin ich ja wieder dran. Ja, ich finde es auch gut, wenn Dienstservice weitergehen würde, also über so einen Zeitraum. Dann habe ich auch ein bisschen anderen Ansatz als du, Dylan. Ich möchte nicht wahr sagen, nicht überall verringern. Also ich möchte eigentlich die 1.000 oder auch nicht 10.000, die im Saal sind, beziehungsweise die an den Fernsehern sind und live halt dieses Ding verfolgen, die möchte ich überzeugen. Sarah Wanknecht möchte ich überzeugen. Benzos, wenn er da sein sollte, hat er weiter recht. Oder der von Coca-Cola, wie sie alle heißen, oder Zuckerberg, möchte ich auch nicht überzeugen. Die möchte ich also nicht überzeugen, sondern ich will auch keinen NPD-Mann überzeugen oder einen Nazi überzeugen, sondern ich will die überzeugen, die die wählen. Das geht, da geht es mir drum. Und deswegen würde ich so moderationsmäßig oder wie gesagt, heißt didaktisch oder würde ich mir eher vorstellen, das heißt ja runder Tisch der Zukunft. Mich würde interessieren, Sarah Wanknecht, die Zukunft, wie ist die bei dir im Bildungswesen? Wie ist die bei dir? Du sagst ja, soziale Frage ist ganz wichtig. Ja, wie ist die denn bei dir? Wenn du das ausruhen könntest, in 30 Jahren oder was, wie ist denn bei dir die Utopie oder die Zukunft? Idealtypisch. Gibt es noch soziale Hierarchien? Gibt es noch eine Schere zwischen Arm und Reich? Wie wird produziert? Wie wird verteilt? Wie wird das gehandelt? Gibt es Regelbrecher? Was ist, wenn ich freie Wahl als Beispiel in deiner Zukunft in 30 Jahren? Was passiert da mit mir? Vermutlich wird es ja in deiner Zukunft noch ein Staatsmodell geben, vermutlich noch Gesetze. Und was ist mit Regelbrechern? Wie wird damit umgegangen? Und so weiter und so fort. Gibt es noch, Schulwesen habe ich schon gesagt, gibt es noch dieses Schulsystem mit Noten und so weiter, gibt es noch. Und natürlich das Allerwichtigste, wenn, du hast es jetzt gut dargestellt, liebe Sarah, dein Modell hast du hier dargestellt, will ich gar nicht so sagen, von wegen mir ein Gegenmodell, will ich gar nicht mehr reden mit ihr, sondern erst, wenn ich dran bin und gefragt werde, wie sieht es bei mir aus, dann wird sich für den Zuschauer vermutlich Unterschiede ergeben. Und dann soll der beurteilen. Ich will mich hier nicht mit Sarah streiten, das kennen Sie ja von überall mit dem, wie Sie streiten spricht, sondern ich will, dass der Zuschauer das bewertet, was er da gehört hat. Und damit ist auch von mir so eine Form von Ernst nehmen und mit einbeziehen. Und wo war ich stehen, bin ich noch? Mit Zensuren und so weiter, Modelle oder zum Beispiel die sogenannten stechen Jobs, macht da noch jemand die Putzjobs und so weiter, werden die entsprechend bewertet oder was ist mit Krankheit? Gibt es ein Gesundheitswesen? Wie ist das, wie wird das geregelt in deiner Vision? Und dass dadurch sozusagen durch diese Darstellen, dass sozusagen der Moderator, vielleicht kann man das auch mal nur sagen, machen 10 Minuten, immer zu jeweils einem Punkt Krankheit, wie sieht das bei dir aus? Was ist mit Mobilität? Wie in 30, 40 Jahren, wie soll da die Mobilität sein? Gibt es da noch Autos, Elektro oder wie ist Mobilität oder sonst was? Die Städte, Entwicklung, Bau und so weiter, wie ist es da? Wie ist es mit Wohnraum? Soll ein Bedürfnis sein, vermutlich Grundbedürfnis, wie wird es erfüllt? Müssen wir alle in der gleichen Wohnung wohnen oder verschiedene Wohnungen oder sonst was? Also dass sie dann so durchgehen, jeder dann von den 10 verschiedenen Entwürfen, ich mache mal von aus, dass es 10 verschiedene so Gesellschaftsentwürfe gibt, wird dann immer zu den einzelnen Themen dann gefragt und dass sich dann sozusagen das Publikum eine Meinung zu bilden kann und dann hinterher vielleicht, ja, ich finde es wichtig, eben da auch Feedback zu kriegen. Oder wie bei dem Fußballding war, dass du dann auch so Fragen an die Fußballwand da machen konntest und die sind dann der Schiedsrichter aufgegriffen als Schiedsrichterball, dass dann sozusagen das der Einzelne darauf antworten muss, auf die Fragen vom Publikum. Aber muss ja nicht sein, Bewertung finde ich auch schon gut, wenn das drin kommen würde.
Ja, so stelle ich mir vor. Piep, 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 Falls piep, piep. ja, sehr schön. Ich wollte nur noch kurz sagen, falls es um 21 Uhr noch nicht zu Ende ist, ich gehe dann und schalte mich dann einfach aus. Hat auch mit dem Thema nichts zu tun, sondern dass ich um 21 Uhr auch dann los muss. Und damit gebe ich weiter an Öffi. Ja, danke den Vorrednern. Also ich bin der Ansicht von der Reihenfolge her, dass es nicht unbedingt darauf ankommt, jetzt schon zu sagen, wir machen eine Woche volles Abendprogramm, sondern dass wir gucken, bei dem, was wir da jetzt machen, also die Idee zu veröffentlichen und rumzureichen und jetzt die vielen Leute, also auch das mit dem Verteiler, anzuschreiben, dass wir schauen, wo ist es jetzt so, dass wir da nicht eine Woche zu dritt da sitzen. Also da, ich genieße es natürlich, mit euch zu reden. Also mit wem kann man besser reden hier als in unseren Talks? Aber da würden wir uns doch ein bisschen sehr dann in der eigenen Soße wieder wälzen. Ich glaube, wenn wir da gucken für diese Anlässe, wo haben wir zumindest einen? Also einer würde reichen von diesen interessanten Multiplikatoren. Und dass wir den, und da müssen wir auch aufpassen, dass wir den nicht in Grund und Boden quatschen oder so, dann mit unserem Kram, ne? Weil er muss ja begeisterungsfähig sein. Der kommt hier, muss er so toll das Gespräch empfinden, dass der dann gleich vor Millionen zum Beispiel nur so sprüht. Aber also da zu gucken, wer ist denn jetzt bereit, darauf einzugehen? Und dann müssen es nicht viele sein. Also wenn wir einen ab und zu schon mal haben, mit dem wir da einen netten Abend verbringen können und gucken können, hör mal, lieber Multiplikator, hast du bisher das Gefühl, den Blick so richtig offen genug gemacht zu haben oder auch ja offen genug gehabt zu haben für alle möglichen Lösungsvorschläge und ja, welche die besten sind? Also, dass da nicht Dinge aus dem Blick, aus dem Tunnelblick vielleicht zu sehr rausgefallen sind, rausgehalten wurden, tabuisiert waren in der Gesellschaft, sodass man die besten Lösungswege nicht sehen oder dass da die Leute sich nicht zusammentun konnten für diese Lösungswege. Wenn wir da an so einem Abend mit so einem Menschen schon mal erreichen könnten, dass der sieht, oh Mann, das sind auf jeden Fall ja jetzt Gedanken auch, das sind geistige Inhalte, die werden vielleicht anderswo wirklich zu sehr verdrängt und die habe ich bisher auch nicht so im Auge gehabt. Und auch wenn ich nicht gleich mit wehenden Fahnen voll dazu übergehe, vielleicht ist dann die Erkenntnis da, wir müssen den Horizont erweitern. Wir müssen diesen Prozess, dass wir miteinander ins Gespräch kommen und Argumente überhaupt sehen können in der ganzen Bandbreite und wirklich auch nach Qualität beurteilen können. Diese Schiene müssen wir unbedingt verstärken, um aus den doch immer noch zu großen Filterblasen, auch Filterblasen bei den Multiplikatoren, herauszukommen. Vor allem, dass da eben ganz oft, weil natürlich ist ja bei den Multiplikatoren, weil die in der Regel ein sehr etabliertes Wohlstandsleben haben, sich das leisten können, ist natürlich die Gefahr, dass sie sich auch alles Mögliche an Veränderungen vorstellen, aber eben nicht das Systemische, also dass ihre rechtlichen und wirtschaftlichen Lebensgrundlagen umgewälzt oder umgekrempelt würden. Also in der Regel fällt denen das ja auch nicht leichter. Sie haben ja was, was sie verlieren könnten. Aber dieses Systemische, wenn das in den Blick kommen würde, wenn das gesehen werden könnte, da müssen wir uns eigentlich als Gesellschaft auch stärker mit beschäftigen, auch als Einzelne in der Gesellschaft schon. Das würde schon was bringen. Also dann veröffentlichen wir das ja. Und also wenn das so geht, ne, wir würden natürlich auch ohne Veröffentlichung, aber ich denke mal, da haben eben alle am meisten von. Ja, dann würden wir das veröffentlichen und würden halt schauen. Kann da jetzt sozusagen, können die Billardkugeln jetzt dann so angestoßen werden, dass sie auch weiteres ins Rollen bringen? Dass da jetzt, Piep, 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 Effekte piep, piep, piep. verstärkt werden können dann so. Ja, ich sag gleich dazu, also wir haben jetzt tatsächlich schon 8:45 und 9 ist für die montäglichen Wandelgespräche eine gute Zeit, um dann zum Ende zu kommen. Ich schließe, also ich finde daher vielleicht, wenn die Zeit noch da ist, ne, dann kommt es nochmal zu mir und ich umarme euch auch dann nochmal. Aber ansonsten schließe ich mit der Einladung, Leute, geht in euer Wesen. Bevor ihr tot seid, achtet drauf, was die eigentliche Dimension eures Lebens sein könnte. Wenn das falsch ist, was ich sage, okay. Aber ich wünsche mir, dass ihr es überhaupt erspürt oder dahin schaut, dahin fühlt.
Und ich glaube, dass dann eben herauskommen kann, da ist diese höchste Dimension. Und die besteht, dass wir ans Ganze denken und ans Wohl des Ganzen. Und was stimmig auch ist, dann an Schlussfolgerungen für unser Verhalten und unsere Lebensgestaltung. Öffnet euch für euer Wesen, bevor es schon wieder erlischt. Alles klar, damit gebe ich weiter an den Bilden. Ja, ich kann da Lucky erstmal nur zustimmen. Ja, das ist genauso. Einerseits hat Öffi recht, ist, wenn ich Sarah Wagenknecht anspreche, so wie heute, der Redekreis würde genauso wie heute sein. Es würden vielleicht nur 7 Leute sein oder 10 Leute sein, weswegen man ja auch viele Abende braucht. Aber erstens muss es für Sarah ja interessant sein. Sie muss es als geistig anregend und positiv anregend empfinden, sonst kommt sie nicht wieder. Ja? Der zweite Punkt ist aber richtig, Lucky, es geht ja darum, nicht die Sarah Wagenknecht zu überzeugen und auch nicht irgendeinen Milliardär zu überzeugen, sondern auch in erster Linie eine repräsentative Wählerstichprobe, also die Zuschauer, eine repräsentative Wählerstichprobe zu überzeugen, weil nur das würde dann dafür sprechen, dass das, was unsere Professoren ja erreicht haben, dass sie in einer simulierten Bundestagswahl, die ja die Voraussetzung hat, alle kennen alles, ja, dann plötzlich 56% für die gemeinwohlökonomischen Gedanken hatten und von daher, wenn es ein politischer Weg sein sollte, geht es nur über die repräsentative Wählerstichprobe. Und dann nochmal dazu, warum das gar nicht so völlig unmöglich ist. Wir sind uns alle einig, dass wir möglicherweise alle keine Chance haben. Das ist ja sowieso mein Kernsatz. Möglicherweise haben wir gegen den Kapitalismus nie eine Chance gehabt und werden vielleicht alle sterben, ohne jemals was erreicht zu haben gegen den Kapitalismus. Das sehe ich auch bei uns beim Weltrat als realistische Zukunftsaussicht. Aber Professor Klaus Schwab hat gerufen, und alle sind gekommen nach Davos. Und zwar sogar physisch. Also die sind da real hingereist, was ja ein ziemlicher Aufwand ist. Heutzutage geht das ja nur noch, braucht man ja nur noch über Online oder Telefon sich einklinken und dann ist man zu Hause auf seiner Farm oder so in den USA und ist eingeklinkt, ja. Und wobei USA, ich würde am Anfang erstmal bei den Deutschsprachigen bleiben und dann USA, da kommt ja noch die Zeitverschiebung als Problematik dazu. Also erstmal würde ich nur die Deutschsprachigen denken. Ja, und dann, das heißt also, und unsere Bundesministerin AD habe ich ja auch auf die Einladungsliste gestellt. Also ja, deren Name hat einen größeren Klang als der von Professor Klaus Schwab. Also insofern kann das schon sein, dass sowas zieht, sodass die Leute denken, ja, wenn die ehemalige Bundesministerin kommt, dann ist es vielleicht auch gut, wenn ich da mal mit dabei bin. Ne? Und die würde ich auch dazu bringen, ich habe jetzt länger allerdings nicht mehr mit ihr gesprochen, wenn sie noch so fit ist wie damals, dann würde die auch mitmachen, wenn eben, ja, das ist das Problem, wenn genügend andere Multiplikatoren dabei sind oder zugesagt haben, die für sie auch interessant sind, ja, als Gesprächspartner, als ehemalige Bundesgesundheitsministerin, ne? Ja, und dann wollte ich nochmal sagen, weil die Frage auch eben aufgetaucht war, sozusagen, bei dem Gemeinwohlökonomischen ist ja die Vision die, dass jeder Geschäftsführer in Deutschland nur noch daran gemessen wird, ob und wie weit er Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner verbessert oder verschlechtert. Ja, während jetzt im Kapitalismus ist es praktisch genau das Gegenteil. Dort ist es egal, wie, wenn du die Leute dazu bringst, dir Sachen abzukaufen, auch wenn es der tödlichste Müll ist, der Krebs erzeugt, dann hast du gewonnen. Es ist egal, was du verkaufst. Wenn du es schaffst, die Leute zum Kaufen zu bringen, auch wenn du sie so bescheißt und belügst und was auch immer, dann bist du Marktführer. Aber in der gemeinwohlökonomischen ist nur noch der Geschäftsführer Marktführer, der mein Leben bewiesenermaßen verbessert, der mein Freund ist.
Und das ist der Riesenunterschied zwischen Kapitalismus und gemeinwohlökonomischem Denken. Ne? Ja, ich gebe weiter. Dankeschön. Ja, das fand ich ganz gut, was ihr gesagt habt. Da gehe ich natürlich voll mit. Ich bin ja auch Gemeinwohlfreund und auch Freund des Gedankens, was Öffi andeutete, dass man ja seine eigene Seele erstmal finden soll und auf dem richtigen Weg leiten, das heißt zu seiner eigenen vollständigen Authentizität durchdringen. Und nach Grundsätzen der Philosophie ist das dann vielleicht ja sogar in der Natur und in der Evolution der gleiche Weg, zu seiner eigenen Seele vollständig durchzudringen und authentisch zu sein und nur gemeinwohlnützliche Dinge zu tun oder sonst lieber gar nichts zu tun, bevor man irgendwo Schädlichkeit hervorruft in der Welt. Weil wir ja ein Volkswesen sind und ein Menschenwesen, wo sich nicht das Glück eines Einzelnen oder einer Familie auf dem Leid anderer aufbauen soll, sondern dass es eigentlich Glück nur gibt als Win-Win-Situation. Ja, und das mit euch zu erdenken, wie das möglich sein soll, möglich werden kann und wie die Realsituation in sowas überführt werden kann, das ist meine Arbeit und die Gedankenarbeit. Ja, wobei ich denke, es ist in uns allen angelegt. Eigentlich wissen wir es ja alle. Und heutzutage kann man ja auch sagen, wir wollen es eigentlich auch alle, wir schaffen es nur noch nicht. Also wir wollen die Afrikaner nicht ausbeuten, ihnen alle ihre Diamanten rauben und ihnen dafür noch nicht mal klares Wasser geben oder die afrikanischen Goldminen ausräumen, alles Gold in andere Staaten zu bringen und ihnen dafür noch nicht mal eine Schule zu bauen. Und so weiter, oder Menschen versklaven, ihnen sämtliche Rechte am eigenen Leben zu nehmen, nur damit Erze abgebaut werden, oder ja, da macht eigentlich kein klarer Geist heute mehr mit. Und trotzdem läuft die Maschinerie der Ausbeutung noch ein Stückchen weiter, weil sie so eine große Schwungmasse hat und weil es früher mal irgendwo für einige gut funktioniert hat. Ja, dennoch arbeiten wir am Übergang in die neue Zeit. Und deswegen sage ich einfach, lasst uns in die Kirchen gehen und dort die Bänke im Kreis aufstellen. Lasst uns mit unseren Bürgermeistern sprechen, wie die Verwaltung sich modernisieren kann. Lasst uns zu unseren Nachbarn gehen und wieder Straßengemeinschaften und Nachbarschaften miteinander veranstalten. Einkaufsgemeinschaften, Bestellergemeinschaften, Fahrgemeinschaften. Ja, Fahrgemeinschaften bilden. Naja, einfach selbst liebevoll sein zu seinen Nächsten. Das ist das, was wir real machen können. Und selber meditieren, selber um den Segen des großen Allgeistes zu bitten. Okay, damit werde ich mich dann auch nachher, nach Ende der Runde, verabschieden und sage bis zum nächsten Mal.
Ich auch noch ein paar Schlussworte. Ja, liebevoll miteinander umgehen kann auf jeden Fall nicht falsch sein. Trotzdem erinnert mich die Diskussion jetzt am Schluss ein bisschen, was wir schon mal hatten. Erst sozusagen vom Individuum zur Gesellschaft oder erst die gesellschaftlichen Strukturen ändern. Ansonsten kann sich das Individuum ja nicht richtig ändern, weil die ja sozusagen das sein bestimmtes Bewusstsein oder umgekehrt, hatten wir schon mal die Diskussion hier. Und deswegen kann das so sein, Öffi, wie du sagst, sozusagen, wenn ich mich nur um eine große kümmere, will ich mich drücken vor dem Kleinen, dass ich mich selber nicht verändere oder Widersprüche sozusagen nicht angehe, weil ich ja nur die große Revolution will als Beispiel. Kannst du so sagen als These? Umgekehrt kann ich natürlich auch sagen, näher sich auf Yoga und auf mein Inneres und sonst was zurückzuziehen, ist natürlich einfacher. Und ist auch eine Flucht, mich um das große Ganze nicht zu kümmern. Also von daher finde ich, kannst du beide sozusagen als Flucht sehen. Ich will ja nicht bewerten, was bei wem was ist. Muss jeder selber für sich finden. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass es weiter Früchte trägt hier, die Idee mit dem runden Tisch der Zukunft. Und ja, bin gespannt, was daraus wird und hoffe, dass ich gerne natürlich auch einladen werde mit meiner Vision von Utopia ist machbar und denke da, also auch zur Schau stellen wollte, hätte ich fast gesagt, also das auch präsentieren kann. Und ich stelle, wie gesagt, nach wie vor finde ich die Idee eigentlich ganz gut. Das ist für mich eigentlich auch so etwas Grundsätzliches, Leute ernst zu nehmen und ein Stück weit einzubeziehen und da abholen, wo sie sind. Und wo ich auch erlebe, dass die meisten Leute auch da glücklich sind, wenn sie nach ihrer Meinung gefragt werden. Wenn sie nach ihrer Meinung gefragt werden, und kann ja in Form von so einer Bewertung sein, ja, dass sie irgendwie mit Likes oder irgendwas klicken oder wie, was sie auch gewohnt sind, ob sie jetzt mein, dein oder von Dara Wank nicht den Entwurf von einer anderen Zukunft besser finden oder nicht. Und das, also erstmal finde ich das wichtig, auch als Feedback zu kriegen, dass wir uns nicht immer in so einem gleichen Sumpf so bewegen im Prinzip, sondern auch ein Feedback von sogenannten normalen Leuten, die bisher sich damit nicht beschäftigt haben, in so ein Feedback kriegen. Und außerdem, wie gesagt, finde ich auch gut, dass wir sagen auch mal, Leute sollen nicht nur konsumieren oder wollen das eigentlich auch. Und von daher, wenn sie dann aufgefordert werden, da auch ihre Meinung zu sagen, auch wenn es nur in Form von einer kurzen Bewertung ist, finde ich, dass halt bedenken solltet, ob das nicht so eine Form ist wie bei so einem Format. Ob wir bei so einem Format von so einem runden Tisch, ob wir das nicht so einführen können. Und damit gebe ich weiter zum Schlusswort an Öffi. Kannst du nochmal Ja. alle umarmen? Ist auch 21 Uhr fast. Umarmen uns nochmal alle und sag Tschüss. Ja. Also wir haben einiges gesagt, was anregend sein kann. Ne? Luki, dich habe ich ja schon immer eingeladen. Ne? Mach ruhig weiter mit den Talks auch für die Abschaffung des Geldes weltweit und schaff vor allem dein eigenes schon mal ab, dein Konto oder so. Teil das mit den Armen oder mit den Mitidealisten da in Berlin, die das Demokratiefürsorgecamp machen. Komm so richtig aus dem Quark und spring über die Barrikaden oder ins Zelt. Oder verbreite auf den Straßen die Idee von diesem Zeltcamp, was so die gelebte herrschaftsfreie Alternative gegen das Willkürregime sein soll. Da brauchen wir einen Luki, der guckt so gelehrt aus der Brille. Der muss da mit ran an die revolutionäre Arbeit. Okay, aber das gilt ja für uns alle, ne? Also mein Wunsch an meine Mitidealisten, aber auch an alle Menschen auf der Straße. Wenn ihr schon nicht nach Berlin das Demokratieversorgung-Camp geht, so kommt aber jetzt wenigstens mal aus dem Quark, dass wir in solche Lebensgemeinschaften, solche Experimente auch wirklich gehen, mit menschengeschwisterlichem Teilen, ne? Also Blick auf Verantwortung fürs Ganze, die Kinder der Zukunft. Und wir teilen die Entscheidungen miteinander und das übrige Leben. Also einander wirklich als Brüder und Schwester ansehen, wie es auch Artikel 1 der Menschenrechte fordert. Also mal hingehen und in der einen oder anderen Form, ne? Also Walter auch mit den 1000 mal 1000. Ne? Ich wurde ja auch da im letzten Jahr von einem Kunstdozenten als Modellbeispiel für Beuys-Jahr oder so. Also was ich da so sagen würde oder inwiefern ich da die Idee sehen würde, sowas zu verkörpern. Da wurde ich ja lange interviewt, gibt es ja auch bei YouTube. Lasst uns die Dinge vernetzen. Ne? Also dass wir dieses 1000 mal 1000 auch verknüpfen mit ja, solchen Projektversuchen, die auch die Fragen mit reinbringen, eben, ja, wie sieht es denn aus? 1000 Euro dazugegeben, ist ja schon okay. Und wenn nicht alle 1000 Euro dazugeben müssen, ist es schon sehr tolerant und offen, sehr integrativ oder offen für Diversität oder wie wir das jetzt auch nennen wollen. Lasst uns da ein Gesamtkonzept draus machen, was, wenn nicht alles auch gleich die Spitze der Fahnenstange ist, wo wir aber Richtungen vielleicht wenigstens gemeinsam miteinander definieren können.
wie das alle sagen würden, egal wie wir das jetzt in Einzelaspekten da versuchen, aber die Richtung zur freien Argumentekultur und zur Menschengeschwisterlichkeit und so, das wollen wir alle und da können wir unsere Kräfte auch für diese Richtung bündeln. Statt dass am Ende zu sehr Leute dann nur in ihrer eigenen Ecke oder Nische oder Spezialität wieder sitzen und wir haben nicht die nötige Kraft für die gemeinsamen Grundrichtungen. Okay, seid alle umarmt. Und ich habe noch ein kurzes Schlusswort. Ich habe noch ein kurzes Schlusswort, was vielleicht nochmal das zusammenfasst. Einfach mein Tipp wäre, für beides offen sein. Für Experimente rund um das Thema Gemeinschaft und für Politik. Und ich erinnere nochmal an, dass wir ja auch im Aufsichtsrat der Partei des Gemeinwohls sind, die das ganz konkret, die theoretisch ganz konkret, also als jetzt gültige Partei beim Bundeswahlleiter ja existent ist. Nur als Beispiel. Ja. Und dann, Walter, ich mache nur zum Schluss noch das Beispiel, wie es zu Mikroveränderungen jetzt durch unser heutiges Gespräch gekommen ist. Zum Beispiel der Walter hat mich jetzt inspiriert, das Gutes tun, was ich oft so als Formulierung nenne, zum Beispiel zu ersetzen durch die Formulierung, uns allen geht es ja darum, gemeinwohldienliches Tun in der Gesellschaft häufiger zu machen. Das ist ja wahrscheinlich unser Konsens. Ne? Ja. Und da finde ich diese Formulierung, wie dieser Walter, dass er damit Gemeinwohl das reingezogen hat, so gemeinwohldienliches Tun zu begünstigen, das ist das, was vielleicht so ein Minimalkonsens ist, der jetzt vielleicht, und so verändern sich minimal die Dinge durch diese Runden. Ne? Ja, gut. Noch jemand ein wichtiges Schlusswort, Öffi? Nein, alles gut. Ja, Umarmen, dann können wir ja alle Schluss machen. Ja. Ja, ich danke euch allen. Alles klar. Guten Tschüssi. Nacht. Tschüssi, schönen Abend. Tschüss. Schönen Abend.